Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory hier auf meinem Kanal TV Gaming Total. Ich heiße euch herzlich willkommen und wenn ihr genauso Bock drauf habt wie ich hier Satisfactory zu rocken, dann würde es mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt, einen Daumen hoch und natürlich gerne auch ein Abo. Aber ansonsten nur einen Daumen hoch, das wäre super, würde ich mich mega freuen. Ja, genau, und mit diesen Worten beginnen wir auch da, wo wir zuletzt waren. Ich stehe hier immer noch an dieser Kupferplattenfabrik, die ich hier aufgezogen habe, wo ich mich versucht habe, hier auch mal die Kabel jetzt an der Decke zu setzen. Da ich aber da hinten angefangen habe und dann hier vorne, bin ich beim letzten Mal ein bisschen durcheinander gekommen. Ein bisschen Kabelsalat im Kopf. Aber nun ja, es funktioniert ja trotzdem und ist ordentlich. Umbauen kann man das immer noch, wenn man es weiterführt. Genau, und ja, also, hier wird jetzt werden jetzt Kupferplatten produziert. Und diese Kupferplatten, gucke ich mal, werden die überhaupt abgeführt? Nee, ach ja, das geht ja nicht richtig. Wegen dem Knotenpunkt. Der ist ja überlastet. Genau, aber wie viele werden denn jetzt hier überhaupt produziert? Das ist ja auch die Frage. Einer macht 10, das sind dann also 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, wenn es dann läuft. Und diese brauchen, das ist Kupfererz, genau, 30 Kupfererz, also einer braucht hier 60, 60, 120, 180. Und da kommen raus, das weiß ich gar nicht mehr. Also es sind jetzt 180 Erz, die benötigt werden und da kommen, glaube ich, nur 120 raus, bin ich der Meinung. Das war, glaube ich, eine unreine Quelle. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Hier ist ja so, also der Weg ist, das ist kein Weg. Das habe ich nur gebaut, um hier mal so ein Laufband längs zu bauen. Aber das bleibt auch so, weil das dann einfach ordentlicher ist. Aber ich mache es trotzdem ein bisschen schick nebenbei. Jetzt speichert er gerade. Genau, mit so einer Stelze hier. Metallträger, Stelze. Ja, so, ja, die sind ja, genau. Kante auf Kante. Mir juckt die Nase. Dann müssen wir hier noch einen anmachen. Und dann setzen wir hier eine Stelzen in eine Trägerstütze. Und hier auch. Und dann ziehen wir hier einen Metallträger rein und da ein Metallträger rein, damit wir eine gute Optik haben. So, komme ich da rüber gesprungen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde mir dann hier eine Treppe hinbauen. Ist, glaube ich, sicherer. Anstatt wir uns jetzt hier in Lebensgefahr begeben. So. Ist der Baum schon immer da gewesen? Ich weiß nicht. Der kann aber da bleiben. Da ist die Kupferquelle, die ich meine. Und ja, die macht 120, genau. Genau, genau, genau. Das ist ja auch Mark 2. Gucken wir mal, ob das auch wirklich alles Mark 2 ist oder nicht. Weil ich bin der Meinung, ich hätte da hinten... Boah, falsche Seite. Ja, wie gesagt, das ist kein Weg zum Längsgehen hier. Hier soll nur das Erz längs fließen. Erst hier, wo ich jetzt bin, ist der Weg wieder normal. Für so gesehen, um hier mal lenk zu laufen, zu wollen oder so. Und hier habe ich auch alles mit Mark 2 gemacht. Ne, guck mal hier, der ist irgendwie Mark 3. Ich muss dann unten auch gemacht. Mark 2 und dann der hier ist auch Mark 2 und der ist dann Mark 3 auf einmal. Und das ist dann jetzt wieder Mark 3. Okay. Da habe ich wohl vorausschauend gedacht, ne? Ich dachte, wir machen gleich einfach alles Mark 3. Aber ich nehme das mal einfach wieder weg. Aus dem Grund einfach schon, dass ich dann ein paar Stahlbarren wieder habe. Weil davon habe ich jetzt im Moment nicht so viel. Okay, also wir produzieren auf jeden Fall Kupferbleche. Das ist nicht das Problem jetzt. Und das sind, wie gesagt, 90 Kupferbleche hier gewesen und die, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal vorausschauend gedacht, weil das kann auf jeden Fall mit Mark 3 abgeführt werden. Das Hinführen des Erzes musste jetzt nicht mit Mark 3 passieren, das war jetzt nicht so wichtig.
So ist es wenigstens ein flüssiger Ablauf. So. Das heißt aber, uns fehlt da ja Erz, ne? Aber es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, denn es ist einfach nur jetzt mal die Grundlage von dem Ganzen, weil wir wollen ja damit loslegen, jetzt diese Platinen zu produzieren aus Kunststoff und, Kunststoff und... Was war das? Ich weiß gar nicht mehr. Ach ja, Kunststoff und den... Nee, Kunststoff? Nee, das ist falsch, Kunststoff. Oder nee, doch, Kupferplatten und Kunststoff, genau. Die Kupferplatten machen wir ja deswegen. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, was mit was denn überhaupt? Kupferplatten, Kunststoff? Nee, Kunststoff. Doch, Kunststoff ist richtig. Mit Kunststoff. So, und die Frage ist jetzt, wo bauen wir überhaupt diese schöne Platinenfabrik auf? Das ist ja die nächste Frage. Also hier haben wir zum Beispiel noch Eisen. Unrein. Unrein. Okay, das muss auf jeden Fall hier bleiben. Ne, wir brauchen jede Eisenquelle, die wir kriegen können. Hier ist noch mehr Eisen. 4 Stück. Okay, die bleiben dann auch da, wo sie sind. Ja, Platinenfabrik. Die darf ja nicht zu weit weg sein. Weil das wird ja die Sachen, die wir benötigen, werden hier produziert oder angeliefert. Die Frage ist also, was geht hier ab? Wo bauen wir was hin? Ne? Das ist die Frage. Also alles, was hier dran gehört, ran gemacht werden kann, ist super. Das sollte uns, ne? Also das bringt uns auf jeden Fall weiter. Also wir könnten hier diesen Bereich benutzen. Ich glaube, das ist ganz gut. Also der Kram wird da hinten produziert, aber wahrscheinlich schon hier unten irgendwo angeliefert unter uns, weil wir haben hier auf jeden Fall einen Eingang in den Untergrund. Und hier müssen auf jeden Fall auch da die Kupferbleche ankommen und das Kunststoff, das kommt hier auch irgendwo an. Nur hier wird ja gar nichts mehr abgeführt. Ne? Das ist, also, der Knotenpunkt ist maßlos überlastet, der kann nichts mehr abführen. Warum hat es jetzt so doll geruckelt? Ist ja furchtbar. Genau, hier geht gar nichts mehr. Das läuft da zwar alles rein, aber nur mit Mark 3. Und von allen Seiten kommt das ja mit Mark 3. Deswegen ist Mark 3 einfach maßlos überlastet. Aber wenn wir ja ein bisschen was abnehmen vom Kunststoff, wo kommt das eigentlich an, das Kunststoff hier, ne? Aber das wird ja niemals richtig ankommen für uns, weil wir ja gar keinen Durchfluss haben. Ja, das ist ja das Wichtige. Hier ist im Moment ja kein Durchfluss gegeben. Also das wird ein bisschen kompliziert, uns hier das Kunststoff rauszufusseln, weil es ja gar nicht richtig hier ankommt. Weil uns ja immer noch Mark 4 fehlt. Und ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt der Bringer ist, wenn wir das mit Mark 4... Ja, wobei, okay, das ist schon ein großer Unterschied, ne, von 270 auf 470. Und wenn das dann erstmal alles abgenommen ist mit der Zeit, pendelt sich das, glaube ich, auch wieder ein. Ja, das ist aber trotzdem ein Problem. Das ist jetzt wie so ein kleines Eigentor. Aber das müssen wir trotzdem machen. Weil wir müssen das, das wird ja nicht so bleiben. Das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Wir brauchen ja jetzt nur noch diese 50 Dinger hier, diese schweren modularen Rahmen, und die habe ich ja schon. Also definitiv, die müssen jetzt schon im Lager sein. Die sind schon reingerasselt. Aber uns fehlen ja auch noch die 100 Computer. Und das ist jetzt auf jeden Fall eine richtige Sache, so eine Computer hier aufzuziehen. Aber erstmal brauchen wir eine Platinenfabrik. Und wir müssen ja auch gleichzeitig daran denken, dass wir dann auch die Computerfabrik in der Nähe bauen. Also in der Nähe, das kann auch da hinten irgendwo sein. Nur nicht halt kilometerweit weg. Und wir müssen immer daran denken, dass wir immer genug Platz haben für einen Untergrund. Hier zum Beispiel, glaube ich, wenn man das so sieht, wenn wir hier diese Höhe benutzen, einmal suchen, dann kommen wir dann genau da hinten drauf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal ein höher. Am besten mit einer Doppelrampe. Hier eine Vierer Doppelrampe, also eine Zweier ist das ja. Ne, das ist noch nicht hoch genug. Dann nehmen wir gleich eine Achter.
Also das ist ja eine Vierer. Eine Doppelrampe Achter. Genau. Dann sind wir hoch genug. Oh, hier ist irgendwie so ein Ding. Da ist es. Genau. Und dann ziehen wir mal hier einen Weg rüber. Gucken wir mal, ob das, nee, da sind wir ja jetzt genau auf dem Boden. Das ist ja auch nix. Das ist nix. Nix Gutes ist das. Das muss höher gesetzt werden noch. Einmal weg damit. Dann hier eine neue, noch eine weitere Rampe ran. Wir müssen ja an Höhe gewinnen, ne? Genau. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Das ist eine gute Höhe. Darunter haben wir genug Platz. Und hier ist das jetzt die gleiche Höhe, frage ich mich gerade. Weiß ich gar nicht, ne? Aber hier können wir auf jeden Fall geradeaus weiter einfach ziehen. Da ist genug Platz. Da würde ich sagen, dass wir dann hier genau an der Kante von dem Gas uns das anfangen, hier einmal längs zu ziehen. Damit wir hier eine schöne große Fläche entwickeln, die wir dann benutzen können. Weil ich würde dann hier die Platinenfabrik aufbauen. Und dann wahrscheinlich hier hinten nach da irgendwo oder nach da, je nachdem wie groß hier die Fläche wird von der Platinenfabrik. Die Frage ist nur, wie sieht denn das jetzt aus? Wenn wir das so machen, dann haben wir hier so eine fette Kante. Ja, okay, nee, das ist ja gar nicht so das Problem, ne? Machen wir hier. Genau, und hier kann man ja hochgehen. Dann ziehen wir das mal hier jetzt längs. Mal gucken, was auch wirklich ausreichend ist da unten jetzt. Natürlich muss er jetzt speichern. Ja, also das ist auf jeden Fall ausreichend. Aber ich glaube, der Platz wird ein bisschen enger da hinten. Ne? Hier geht es ja wieder so ein bisschen berghoch. Oh, das war zu weit. Ja. Ich glaube, das ist nicht jetzt so besonders passend. Wobei, wenn wir jetzt ja hier so ziehen, sind wir ja wieder mit denen drauf. Oder wir machen das hier komplett dicht. Also, dass es doch eine Fläche ist. Nee, ist aber auch schon wichtig, dass wir irgendwo auch so einen Eingang haben, wo wir auch mal hochkommen. Ne? Ich mache das hier so dicht. Genau, wir machen das einfach normal dicht. Mit Wänden. Hier ist halt einfach eine Fläche. So ist es. Hier entsteht eine neue, riesengroße Fläche für uns. Wo wir eine Computerfabrik errichten und, oh, kein Beton mehr, Computerfabrik errichten und Platinfabrik, genau, die ziehen wir so weit es geht bis hier hinten hin, ich denke mal bis zu dieser Kante von diesem, also so, dass wir noch auf jetzt auf diesen Berg da oben raufkommen, da kommt dann unsere nächste Ebene rauf. Genau, und so bauen wir uns dann auch so ein bisschen hügelig durchs Land, passen uns immer wieder so den Begebenheiten an, so dass wir dann auch Straßen durch die Landschaft ziehen können, falls wir noch einen LKW irgendwo durch die Gegend schicken wollen oder irgendwie sowas. So haben wir immer genug Platz für alles. Genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einmal ein paar Eisenplatten und Beton, wenn ich richtig liege. Ja, Beton auf jeden Fall und Eisenplatten, nee, eigentlich gar nicht. Davon habe ich noch genug in der Tasche. Genau, damit wir da weiterbauen können. Einmal hier durch den verrückten Wald von Pflanzen. Aua. Oh, meine Güte. So, einmal hoch hier. Keiner kommt von hinten. Nicht, dass ich wieder umgecrashed werde. Und dann steppe ich mal ganz schnell ins Lager und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich, ja, mach mir den Tasche voll, lauf einmal zurück und dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Bis gleich, Leute. So, die Taschen sind gefüllt. Wir können weiterbauen. Für euch schneide ich das immer raus. Aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal. So, ein bisschen Boden. Wie gesagt, hier wird die große Fläche entstehen.
Hier werden Platinfabriken hingebaut. Wir bauen hier eine Computerfabrik hin. Aber jetzt nicht alles auf diese Fläche hier. Also dafür ist sie nicht groß genug. Aber wir wollen einmal speichern zwischendurch. Noch ein Stückchen weiter nach hier hinten noch, oder? So ungefähr. Ja, wir müssen ja anständig jetzt auf diese Höhe kommen, wie ich gesagt habe, von diesem Berg da. Aber erstmal ziehen wir das hier noch durch. Damit wir auf jeden Fall das hier abgeschlossen haben. Ah, hier ist noch eine Ecke sogar. So. 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 Das ist gut. Jetzt könnten wir sogar noch da, um das zu verbinden. Hier an dem Stein vorbei. Hier so. Ja, so. 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 Genau. Ja, irgendwann sprengen wir das alles hier weg, damit das Gas auch nicht mehr stört. Genau. Hier ist jetzt... Ah, okay. Hm. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, oder? Naja, auch nicht wirklich, ne? Nö, es geht eigentlich durch. Wir können ja hier unten dicht machen. Oh, wo war ich denn? So einfach. Genau. Ja, genau, und dieser Bereich muss halt wegen dem Gas noch frei bleiben. Der Stein wird sowieso für immer da bleiben, den kann man nicht entfernen. Aber man könnte halt noch den Bereich dann richtig zubauen um den Stein herum. Um den Stein dann irgendwie nachher in so einen Glaskasten zu packen, das mache ich immer gerne. Mit den Objekten, die nicht entfernbar sind oder so schöne Bäume oder die großen Pflanzen oder so. Die kann man irgendwie dann schön als Deko-Objekt einfach in seine Welt mit einbauen. Das ist ein Baum, ne? Den können wir nicht wegmachen. Also schon, müssen wir aber einmal runter. Mit Kettensäge. Jo, das reicht. Genau, und jetzt können wir eigentlich immer noch ein gutes Stückchen hier hinten ran machen, weil das ist immer noch genug für Untergrund. Ich möchte nach oben. Genau, und dann machen wir hier noch ein bisschen was ran. Ich denke, einer geht noch. Dann müssen wir auf jeden Fall aufhören, um nach oben zu kommen weiter. Wobei, naja, okay, nach hier ist vielleicht auch nicht mehr so gut. Mhm. Okay, aber diese Fläche hier ist auch gut, bis da hinten hin. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal auf der Höhe, wo hier dieser Berg anfängt, wo man ja eh nicht viel machen kann, dass wir hier einmal hochgehen jetzt mit einer Achterrampe. Ich denke mal so 4 Stück müssen wir schon nehmen. Boah, sogar noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Noch 2. Das sieht gut aus. Und dann können wir auf dieser Höhe hier noch eine neue Fläche errichten. Vielleicht können wir ja das Wasser noch da unten benutzen für irgendwas. Ich weiß nicht, ne? Aber ich denke nicht hier. Hier in diesem Bereich werden wir wahrscheinlich dieses Wasser nicht brauchen. Nachher brauchen wir Wasser. Oh, was war das denn? Ich will hier rüber. So, hui. Kann auch super gut springen. Genau, das lassen wir erstmal so, damit wir wissen, aha, das geht dann nach hier. Das heißt, also hier dieser Bereich sind komplett mit Rampen zu. Damit es dann nach oben geht für uns. Zack, zack. Schon mehr als 10 eine Reihe, ne? Ja. So. Genau.
Wobei das eigentlich schon unnötig ist sogar. Aber wir können das trotzdem vielleicht noch nutzen, um da oben vielleicht irgendwas, keine Ahnung, ne? Vielleicht könnte hier ein großer Bahnhof entstehen. Und weil wenn man jetzt hier noch ran macht, ja, vielleicht eine noch. Ja, eine noch. Dann sollten wir hier generell schon hoch genug sein. Ja. Ja, keine Ahnung. Wir lassen das auf jeden Fall erstmal hier. Einfach so. Und, genau. Hier wird der Untergrund auch jetzt zu klein. Aber die Fläche ist schön eben hier. Zum Richtung Weltraumlift. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier auch nochmal ein hoch. So. Genau. Ja, würde ich sagen. Das sieht ganz gut aus. Und hier können wir dann... Das sind jetzt noch zwei Höhenunterschiede. Das muss man dann irgendwie versuchen noch zuzubauen. Ich überlege gerade, man hat ja hier diese, diese Rampen, die Aufwärts- und Abwärtsrampen. Und die kann man so gut ineinander, also man kriegt das hier hin, die so ineinander zu glitschen. Oder waren das die falschen? Oder, genau, diese Eckrampe, ne, ist das? Hier Eckrampe aufwärts. Ne, abwärts, ne, muss das sein. Ne, das ist die gewesen, die Eckrampe abwärts eben gerade. Auf jeden Fall habe ich es mal geschafft, dass wir hier so eine... diese Lücke füllen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe. Also auf jeden Fall ist aber wichtig, dass wir diese Fläche hier auf jeden Fall noch nutzen. Weil hier wird wahrscheinlich dann auch die Computerfabrik entstehen. Ehestens. Weil Computerfabrik braucht viel Platz. Weil schon alleine wir ja dafür diese Manufaktur, nee, Manufaktor brauchen. Diesen Manufaktor. Und der ist ja schon alleine riesig. Genau. Das würde ich sagen, dass wir hier diese Fläche benutzen. Da unten ist Eisen, da sind wir dann auch hoch genug. Das können wir dann da unten abbauen. Und hier... ja, weiß ich gar nicht, was wir hier machen. Der Bereich muss irgendwie zu. Hier so vielleicht. Das einfach mal schließen. Weil da sind wir eh auf einer Ebene mit dem ganzen Kram da. Und dann machen wir das hier einfach normal zu. Ne, hier so. Genau. Einfach mal zumachen, damit das hier eine Fläche ist. Dann haben wir hier unsere Ecken. Ah ne, das ist viel zu groß. Diese hier, die reicht. So. Damit wir hier so einen schönen Aufgang haben auf diese Fläche. Damit man auch mal weiß, was ich meine. Weil hier drauf wird ja ein Gebäude entstehen, so gesehen. Genau, damit man auch mal Vorstellung hat, wie das hier so ist. Man ist ja wieder hier oben von dieser eigentlichen Fläche, die hier ist. Die ist ja jetzt erweitert nach rechts. Und wenn man hier unten ist, kann man halt auch links dann auf diese neue Fläche wechseln, damit man auch sich frei bewegen kann. Genau, und hier wird dann, also ich würde sagen, hier wird eine Platinenfabrik schon mal entstehen. Genau, die Fläche ist ganz groß. Und nach da oben, keine Ahnung, ne? Da schauen wir dann, was wir dann brauchen noch. Man kann dann auch ja natürlich noch die Platinenfabrik
nochmal eine nebenan bauen. Die dann einfach miteinander verbinden. Ja, und hier unter uns ist der Untergrund auch groß genug. Hier sind nur haufenweise Bäume, die müssen wir auch mal wegmachen. Weil die ragen alle hier in unsere Fabrik dann rein. Das muss ja nicht sein. Na, weg mit dem Busch. Weg, weg, weg. Und nun, weg, weg. So. Ja. Ah, da hinten sind auch noch welche. Der ist hier mitten drin. Der auch. Die da auch alle. Meine Güte. Man muss auch ein bisschen Gartenarbeit immer betreiben in Satisfactory. Aber vielleicht lassen die sich ja auch noch was einfallen. Ne? Ich habe mal gehört, dass sie darüber nachgedacht haben, wie sie das umsetzen wollen. Dass man sowas, weil wenn man ja zum Beispiel trotzdem für immer ein riesengroßes Biokraftwerk betreiben will, das muss man ja eigentlich so gesehen immer mit Hand betreiben. Und das ist auch voll blöd, auch wenn es natürlich die Anfangsenergie, also, ist da ja für, also dafür ist es ja gedacht, dass man anfangs Energie produziert, so gesehen fließend. Und dafür haben sie diese Biokraftwerke gemacht. Aber es ist ja eigentlich voll super, das dauerhaft zu benutzen zu können. Immer so, weiß ich nicht. Man könnte ja sich eine riesengroße Biokraftanlage bauen, wenn es die Möglichkeit gäbe, Bäume automatisch zu ernten, so gesehen, zu fällen. Oder Pflanzen, Gräser und sowas. Genau. Ja, es wäre auf jeden Fall toll, wenn wir jetzt hier irgendwie so eine... Ich stelle mir vor, dass wir hier so eine Ecke hätten. Ich versuche das jetzt mal, wie ich das letztes Mal auch geschafft habe. Ich habe das hier so gemacht, dann kann man die irgendwie... Wie hatte ich das? Die musste dann von oben... Musste man eine raufsetzen und dann die andere auch. So. Und dann brauchte man irgendwie hier eine Aufwärtsrampe oder so. Das ist eine andere. So. Genau, und dann konnte man das irgendwie so mosaikmäßig zusammensetzen. Hatte zwar da unten eine Kante. Hier kann jetzt, muss jetzt wieder so eine rauf. Ne, genau. Das ist noch zu niedrig. Und dann muss jetzt hier wieder so eine ran. Ne, das ist ja genau, das ist in die andere Ecke. Ne, es muss so eine hier ran. So. Genau, jetzt haben wir diese Ecke. Und hier oben ist es dann auch direkt gerade. Das ist ein bisschen komisch, ne? Und ich glaube, ich dann gezwungen, hier noch eine raufzusetzen. So. Das ist auch doof. Und wenn wir jetzt hier sagen würden, hier wäre es jetzt gerade. So. Wie ich das mir ja auch gedacht habe. Ja, okay, dann ist man jetzt hier so... Doch, dann ist die Kante eigentlich ganz cool. Und wenn man dann so macht... Genau. Damit die Fläche nach dahin wachsen kann. Und dann müsste man jetzt noch versuchen, hier irgendwie... Wie sieht denn das aus, wenn wir so eine daran machen jetzt? Ja, genau. Dann ist das schön... Dann hat man hier so eine... ausgehöhlte Kante, damit die nicht, also klar, die ist jetzt hier, ne, man sieht das, dass die hier so komisch hoch geht, aber es ist halt ordentlich, dass man sich keine Gedanken machen muss, dass man da irgendwie nicht richtig hochgehen kann oder runterfällt oder sowas. Ja, und jetzt machen wir das hier wieder dicht und die Fläche kann ja nach da wachsen und nach da sowieso bis da hinten hin. Und hier ist dann immer unten dicht. Das können wir noch alles wegmachen. Hier könnten, was weiß ich, vielleicht noch LKWs reinfahren oder so nachher. Wer weiß, was hier noch alles passiert. Ich habe ja keine Ahnung.
Ich bin da echt gespannt, was hier noch alles passiert. Ne, sobald ja Mark 4 und Mark 5 Laufbänder freigeschaltet sind, dann geht ja sowieso die Reise wieder von vorne los, so gesehen, ne? Dann fangen wir da wieder an, alles hochzuziehen richtig, damit wir ordentlich produzieren von allen Kram. Und nicht nur immer nur so ein bisschen so, dass man wenigstens von einem, irgendwie von, also von irgendeinem besonderen Teil nur ein Ding produziert oder sowas. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Von daher, genau, es ist wichtig, dass wir dann auf jeden Fall da auch weitermachen. Oder besser gesagt, neu anfangen, um da die ganzen Fabriken groß zu machen mit den Laufbändern. Ja, okay, man könnte jetzt auch natürlich sagen, hey, lass uns doch schon hier einen anfangen. Dann ist es natürlich alles eine Ebene, ne? Das könnte man auch machen. Wo ich jetzt gerade so von hier so gehe, sollte ja aufgehen. Okay, das mache ich nochmal kurz. Machen wir das nochmal weg. Aber dafür haben wir herausgefunden, wie man so eine komische Ecke bauen kann. Genau, das muss alles weg. Das dauert einen kurzen Augenblick. Ob das so richtig ist, ob man sagt das so, ne? Aber ob das so richtig ist, weil das ja ein kurzer Augenblick ist, dann kann das ja eigentlich nicht lange dauern. Warum ist das Wort Dauer mit drin, ne? So, und jetzt setzen wir einfach hier an. Weil wenn man ja von hier kommt, einfach so, dann kann das ja auch noch weg. Nee, du sollst nach oben ziehen. So. Nee. Das ist falsch. So. Nee, das ist auch doof, ne? Dann hat man ja da so eine Kante. Oder man macht dann hier so eine Kante hier ran. Aber dann ist die Fläche kleiner geworden. Nee, dann lasse ich das doch so. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber hätte ja auch sein können, dass es besser wird. Weil in meinem Kopf war das ein bisschen anders. Aber der Kopf ist manchmal eh anders als alles andere, ne? Wenn man das so macht. Auch, ja, wobei, dann ist das ja eigentlich. Und wenn man dann hier noch eine ransetzt, so. Dann hätte man hier einfach schon dadurch die normal so eine Eckkante. Ich glaube, so lasse ich das. Genau. So lasse ich das. Das ist zwar der Verlust von einer Foundation, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wobei, bis hier brauchen wir gar nicht. Nur bis hier, ne? Nee, das ist auch schon zu viel. Genau. So. So, gebastel. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Einfach mal so ein bisschen abchillen und einfach mal so ein bisschen was machen. Wie gesagt, ne? Sobald Mark 4 am Start ist und am besten Mark 5, da beginnen sowieso ganz andere Arbeiten. Da muss einiges dann nachgeholt werden. Gerade was die Skalierung angeht und das Anliefern von Ressourcen und genau. Das ist echt so ein ganz tolles Problem. Alles klar, dann habe ich das wieder hergestellt. Upp. Dann sind wir hier auf einer Höhe, genau. Das reicht ja auch. Weiß ich nicht, dann kann man sich dann hier noch so ein, hier auf dieser Ecke noch so ein Bereich zum Runtergehen, damit man wieder von da oben nach da unten kommt. Weil da oben ist ja auch noch eine Fläche, dann die bis da hinten geht und da anknüpft. Und wahrscheinlich dann hier den ganzen Bereich einnimmt.
genau, man braucht immer genug Platz für alles, damit man genug Platz hat, um, weiß ich nicht, mögliche Straßen und Schienen noch hier anzuschließen oder weiß der Geier, was man alles vorhat, ne? Das ist echt so eine Sache. Oft muss man eh umbauen, weil man dann sich gedacht hat, oh mein Gott, ich habe ja doch viel zu eng gebaut und jetzt passt das gar nicht genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht sollte ich das vielleicht nochmal abreißen. Da muss man das abreißen. Was ist hier los? Achso, ah. Wenn hier so eine Wand dran ist, dann kann man immer kein Geländer setzen, habe ich mal gemerkt, ne? Das ist dann auch irgendwie komisch, dass man danach die Wand dann da wieder ransetzen kann. Ich verstehe die Welt nicht. Siehst du? Jetzt muss ich die erstmal wegmachen. Dann das Geländer hinsetzen. Und dann wieder so eine blöde Wand, ey. Und sie dann da heransetzen. Und das gleiche sogar hier. Nee, hier nicht. Es geht also, es hat was mit diesem Dreieck zu tun. Genau. Ja, hier so ein bisschen Geländer, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Schicker einfach. Wunderbar. Schönes Ding. Ja, und dann bleiben wir erstmal hier, um uns Gedanken zu machen, wie hier genau das hier aussehen soll, um hier dann das Gebäude zu hoch zu ziehen für die Platinfabrik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wem es gefallen hat, der lässt ein Like da, einen Daumen hoch, ein Däumchen. Das Doppeldäumchen geht ja leider nicht. ja. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.